Das ist das Schulesranzen der Gemeinde Zevelen. 1901 ist es gebaut worden und knapp 3/4 Jahrhundert später, im Herbst 1972, bin ich hier als Maturant mit schulterlangen Haaren als Stellvertreter angestellt worden. Nicht einmal militärisch erprobt bin ich, aber mein Kollege schon, ein richtiger Lehrer. Und der hat mir gezeigt, wie man sich die Autorität verschafft. Es war Lehrermangel, für mich eine super Chance. Mein orange VW Käfer, glaube ich 1301 oder 1302, weiss ich nicht mehr so ganz genau, habe ich dort parkiert, wo jetzt die Leute stehen. Ja, und warum erzähle ich das? Schules Ranz ist saniert worden und jetzt eben neu eingeweiht. Auch für mich als Filmer eine besondere Sache. Nicht nur wegen Maroni-Mann, der hat es damals natürlich nicht gegeben, dafür aber ein Konsum, wo wir ein Pausenbrötchen geholt haben und ein Gewicht sukzessive zugelegt haben. Ja, vielleicht nicht nur wegen Pausenbrötchen. Es hat Lehrermangel gegeben, viel Wechsel für die Schüler. Vielleicht sind es darum so eine eingeschworene Gemeinschaft gewesen. Gute Schüler sind es, leistungsbereit, extrem selbstständig, einfach flott und hilfsbereit. Frauen haben wir damals noch eine im Lehrerteam. Wir waren zwei Männer, haben aber ganz eine flotte Handarbeitslehrerin. Da bin ich einmal reingegangen. Das Zimmer hier rechts, das war mein Zimmer. Mehr als 20 Schüler sind drin, erste bis dritte Klasse in Viererbänken sind sie gesessen. Obwohl es saniert ist, es hat mich richtig angeheimelt. Und in der Tat habe ich hier noch eine Schülerin gesehen. Ja, die hat noch ausgesehen wie damals in der zweiten Klasse. Ja, Edith, hä? Schule gegangen einmal hier, ne? Es waren die Schüler mit ihrem speziellen Charme, mit ihrem speziellen Engagement, auch mit ihrer Leistungsbereitschaft, ihrer Selbstständigkeit, die mich dazu bewogen haben, eben dann zum Lehrer zu werden. Dann Hardegger, das ist jetzt die jüngste Lehrerin momentan im Schules Ranz, die wird sich sicher auch freuen, dass sie hier in Ranz starten kann. Ranz ist eine spezielle Gemeinschaft. Insofern ist das Schulhaus eben auch ein spezielles Schulhaus. Und diese Sanierung ist die Sanierung von einem Schulhaus, wo man zwar jetzt wirklich saniert hat, wo aber der Charme von damals erhalten geblieben ist. Ein Schulhaus und sein Charme, das ist wichtig. Aber jetzt zur Einweihung. Kindergärtler können schon. Die hat es damals zu Ranz nicht gegeben. Jetzt aber schon. Und das ist gut für die Gemeinschaft Ranz. Ja, mit liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Ranserinnen und Ranser, liebe Gäste von nah und fern und dann einfach allgemein liebe Seeveler, freut mich, dass ihr hierher gekommen seid, bei dem schönen Wetter, das Schulhäuschen einzweihen können. Wir bzw. die Eltern vertrauen die Kinder dem Personal in dem Schulhaus an. Das sind Lehrkräfte, Hauswart, Reinigungspersonal, Schulbusfahrer und noch viele andere, wo im direkten Kontakt mit den Kindern stehen. Sie begleitet deren ihr Abverdienen von der ersten Sporen außerhalb des Elternhauses und ihre schulische Entwicklung in der ersten Phase und beeinflusst damit die Kinder ganz stark bei ihrem Grösserwerden und Anwachsen. Für mich ist das Schulhaus Ranz eine Herzensangelegenheit. Die Ranzer sind stets herzlich, offen, freundlich und ehrlich. Die sind mir ans Herz gewachsen. Schulhaus Ranz ist aber auch eine Herzensangelegenheit, weil der Ranser, das habe ich erlebt, ihr Schulhaus und ihre Kinder generell am Herz liegen. Und sie haben sich immer in dem Sinn, eben wenn sie am Herz gelegen sind, für das Wohl ihrer Kinder eingesetzt. Darum verdienen die Ranser und die Kinder aus Ranz das Schulhäuschen auch. Und genau darum liegt es mir ebenfalls auch noch am Herzen. Ich bin überzeugt, dass alle, die künftig in diesem Haus ein- und ausgehen, dass sie werden spüren, dass das ein Herzenshaus ist. Lehrkräfte und alle Menschen, die hier wirken, werden inspiriert vom positiven und freien Geist von dem Haus ihre Arbeit machen. Ich hoffe und erwarte, dass die Kinder in diesem Haus auch in Herzensangelegenheiten geschult werden.
damit sie nicht nur Mathe und Grammatik lernen, sondern dass sie am Anfang von ihrer Lebenserfahrung außerhalb vom Elternhaus auch am Herz lernen, am Herz wachsen und zu herzlichen Menschen können anwachsen. Nehmen Sie den Spirit von dem Schulhaus, wenn Sie es besichtigt haben, noch einmal mit heim. Nehmen Sie die Herzenswärme, die aus dem Schulhaus rausgeht, mit in die Adventszeit und in die Weihnachtstage. Ich danke Ihnen in dem Sinn für Ihr Kommen und Ihre gelebte Herzlichkeit uns und unseren Kindern zulieb. Danke vielmals. Ja, grüezi miteinander. Herzlich willkommen auch im Namen vom Schulrat Zevelen. Der Adolf Ogi hat einmal gesagt, Freude herrscht. Ich bin zwar weder Bundesrat, noch bin ich der Adolf Ogi, aber genau das Freude herrscht, bringt es für mich heute auf den Punkt. An der Budgetversammlung vor einem Jahr haben Sie, liebe Sevelerinnen und Sevler, liebe Ranzerinnen und Ranzer, den Baukredit von 1,7 Millionen bewilligt. Jetzt, ein Jahr später, dürfen wir ein umgebautes Schulhaus einweihen. Da ist nicht nur viel Freude dabei, sondern auch sehr viel Dankbarkeit. Ich habe heute die schöne Aufgabe, allen dürfen Danke zu sagen. Nach der Kreditfreigabe ist die Betriebskommission sofort an ihre vielfältige Arbeit gegangen. Planung, Bauleitung, Koordination, Kostenkontrolle, Einhalten von einem Zeitfenster, Einholen von Bewilligungen, Zusammenarbeit mit verschiedenen Handwerkern und noch vieles mehr haben unsere Arbeit geprägt. Ich, meinerseits, habe die Zusammenarbeit in der Baukommission sehr gut gefunden und sehr geschätzt. Ich möchte mich darum ganz herzlich bei den Mitgliedern der Baukommission bedanken. Einerseits im Bauleiter Werner Stricker, im Vizepräsidenten Christian Langenegger vom Schulrat, im Kostenkontrolleur Roger Fischbach von der Bauverwaltung, im Liegenschaftsprofi Alex Schwendener von der Abteilung Infrastruktur und unserem Schulleiter Hans-Jörg Vorburger, der den Teil der Schule in die Baukommission eingebracht hat. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Helfern, die gezügelt haben und Schulhäusli heute auch wieder auf Hochglanz gebracht haben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Handwerkern für die tolle Zusammenarbeit und auch allen Mitgliedern vom EFRO. Sie haben mir nämlich... Sie haben wir nämlich aus dem Ranzertreff vertrieben während der Umbauphase. Weiter möchte ich mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern für ihre Arbeit beim Ausmisten, Zügeln, Neuinstallieren, Einrichten, wieder Retourzügeln und so weiter bedanken. Im Werner Stricker möchte ich ganz einen speziellen Dank sagen. Er hat nicht nur sehr viel Gespür für das Schulhäuschen, er hat heute auch Geburtstag. Das ist für heute Abend für alle Gäste lange zu nicht. Danke vielmals. Gut. Was haben wir gemacht und was haben wir nicht gemacht in den letzten 6 Monaten hier in diesem Schulhäuschen in Ranz? Ganz sicher sind wir mit ziemlich grossem Respekt an den Umbau gegangen. Aussen wollten wir keinen sichtbaren Eingriff, wenn möglich keinen sichtbaren Eingriff machen. Und innen muss aber praktisch eine totale Sanierung passieren. Dann hat man gesagt, die Grundlage muss sein, man muss den Brandschutz verbessern. Das war einfach nur auf dem Stand von heute. Die Fenster waren ein Problem, die Geländer waren zu tief, die Beleuchtung und die Elektroinstallation. Und dann hat es Bedürfnis gegeben, Garderobe für Kindergärtner, die waren im Keller jung, Kindergarten aber im ersten Stock. Garderobe von diesen 2 Schulzimmern im Erdgeschoss waren im Gang aus. Wenn es geregnet hat, sind die Kinder im Regen gestanden. Mal jetzt geheißen, ein Lehrerzimmer mit Blick auf den Pausenplatz. Das haben wir auch machen. Dann vor allem halt die Infrastruktur, die war absolut nur auf dem Stand. Also was Internet, was Telefon, was Pausensignal, das war alles nicht. Ob Türkisch, Spanisch, Serbisch, Italienisch
Hochdeutsch. Wir alle verstehen uns gleich, denn wir sind der Schule, wir sehen uns jeden Tag. Wir gehen miteinander durch dick und dünn, denn wir sind der Schule, wir sehen uns jeden Tag. Wir gehen miteinander durch dick und dünn. Die Ballons sind sinnbildlich für das neue Ranz. Ein Ranz, den ich so nicht erlebt habe, die Vielfarbigkeit. Seewelle ist Multikulti und Ranz natürlich auch. Der Bändel ist geschnitten, der Einlass gewährt und dann ist man in die Zimmer gegangen und ich mit meinem Gimbal hinten an und ich habe mir immer überlegt, was ist gleich, was ist anders. Das Klavier, das war anders. Der Thomas Morf hat nur ein ganz kurzes Klavier, vielleicht etwa 4 Oktaven konnte er spielen. Die Kästen sind völlig neu und bieten unglaublich viel Platz. Der Boden knarrt nicht mehr so. Die Fenster sind jetzt sicherheitsmäßig verschlossen, man kann es einfach nicht mehr einfach öffnen, weil heute ist das einfach eine Sicherheitsvorschrift, dass die Kinder nicht einfach rausfallen können. Überall hat man wieder alte Bekannte getroffen. Hoi Hans-Jürg, haben sie gesagt, und das hat mich natürlich gefreut. Das Zimmer, die Wandtafel ist gleich, das Lehrmöbel ist neu. Aber die Wandtafel, ich habe das Gefühl, die war schon immer so gewesen. Und dann hat es mich interessiert, wie ist es denn im oberen Stock oben? Dort war die Wohnung. Die Stegen ist neu, das Geländer ist neu, es knarrt nicht mehr so. Und dann sind wir reingegangen ins Zimmer von der Handarbeitslehrerin. Das war sonst nicht besetzt gewesen. Das ist aber seit längerer Zeit schon ein Kindergarten und ihr gesehen, damit man mehr Platz hat, weil zum Teil sehr viele Kindergärtler, hat man sogar hier ein Möbel gemacht, das 2 Etagen bietet. Das ist natürlich sehr attraktiv. Attraktiv aber sind auch all die Fotos gewesen, wo die Lehrkräfte hier in wirklich mühevoller und engagierter Arbeit gerüstet haben. Sie haben wirklich alles gegeben, weil es eine kurze Zeit war, um das einzurichten. Das ist die Kindergärtnerin Daniela Neier. Sie hat ihre Eltern mitgebracht und hat die Freude gesehen, wo sie hatte, dass sie eben auch zeigen konnte, was sie alles geschaffen hat die letzten 2-3 Wochen. Das Zimmer, das war das Wohnzimmer. Links hatte es vorher einen Kachelofen. Das ist jetzt ein Team-Teaching-Zimmer, auch für Logopädie. Legasthenie-Schule hat sich ja entwickelt. Hinten, wo ihr hier seht, das war ein Schlafzimmer. Das war trennt. Jetzt kann man das mit einer Zeugwand, mit einer Faltwand schliessen, trennen oder eben auch öffnen. Der Michael Dehrungs, Schulrat. Alle Schulräte waren da. Seewelle hatte eben auch immer einen Schulrat, der die Gemeinschaft mit den Lehrkräften, mit den Eltern und den Schülern gelebt hat. Das ist ein Christian Hitz. Er ist wahrscheinlich der Lehrer, in diesem Jahrhundert am längsten zu Ranz war. Und dann bin ich aufgegangen zum Estrich. Hier oben, das war ja wirklich ein Raum, den man eigentlich fast nicht nutzen konnte. Katrin Matzig, übrigens auch zu Ranz Schule, jetzt Teamteacherin Zeewelen. Jetzt ist der Estrich völlig neu saniert. Nicht nur das wunderschöne Geländer, nicht nur die Stege, es hat nicht mehr gekracht. Nein, man hat das Ganze auch geöffnet. Wunderschön die alten Balken sichtbar gemacht, Dachfenster eingebaut und oben hat man jetzt auch die Infrastruktur mit Laptops, mit Beamer-Möglichkeit hinter der Bibliothek. Bei dieser Einweihungsfeier aber hat man vor allem auch Fotos können anschauen, alte Fotos. Und oben ist die Gemeinschaft wirklich gelebt worden. Mit diesen Fotos ist man ins Gespräch gekommen, hat miteinander kommuniziert, was war früher, wie würde man sie in Zukunft erwarten. Das Schulhäuschen hat die Leute, die Generationen, wirklich zusammengebracht. Und Gespräche über früher und heute haben auch gezeigt, wie man gemeinsam könnte, ja müsste, in Zukunft gehen. Aus früher mitnehmen, was Sinn macht und in Zukunft das gestalten, was Schule als Abbild für die Gesellschaft weiterbringt. Die sanfte Sanierung von dem Schulsanz hat Gespräche ermöglicht, die wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären, wenn es die alten Fotos nicht gegeben hätte. Die wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen wären, wenn das Schulhaus so saniert worden wäre, dass man es gar nicht mehr kennt hätte. Gerade die sanfte Sanierung hat gezeigt, dass früher nicht alles schlecht war. Aber sicher auch nicht alles gut. Und so einen Mittelweg zu finden, das wäre wahrscheinlich am besten, um die Schule der Zukunft zu gestalten. Der Estrich auf jeden Fall hat sich geöffnet. Und mit dieser Öffnung hat man sich wahrscheinlich auch geöffnet im Gespräch.
Mir ist erstaunt, wie stabil das gebaut war, der Mist. Ich kann mich gut erinnern, wie das gekracht hat, wenn die Klasse einmal oben den Film geschaut hat, wie es einmal donnert hat, wenn die Stege drauf und abgesprungen sind. Da sind wir wieder im Kindergarten drin. Und dann sind wir aber nachher noch mal ganz Stegen abgegangen. Das hat mich interessiert, was da unten ist. Da unten hat es eine Werkstatt gegeben. Wir haben reingeschaut. Die Innereien, die fehlen noch, das kommt noch. Aber die Werkzeuge sind wunderschön aufgestapelt gsi. Und sogar gelernte Schreiner haben uns gesagt, das sei eine Werkstatt, wo man wirklich arbeiten könnte. Schreiner, die hier zu Land in die Schule gegangen sind, waren erstaunt, was man hier mit einer sanften Sanierung, es ist nicht alles neu gemacht, es hat auch alte Sachen drin, alles erreicht hat. Gespräche sind draussen weitergegangen. Die Schulhäuserranz ist etwas Spezielles. Sogar von der Autobahn oder von der Hauptstrasse aus kennt man Schulhäuserranz. Und natürlich war auch der Kanton vertreten. Der Thomas Doldo mit der Rosi, seiner Frau, ist auch daher gekommen. Toll. Der Christian Hitz, 13 Jahre Zranzischer, hat hier eben Maroni genommen. Er hat für die Schule Seewal in den letzten Jahren Mengs heiß Eisen aus dem Feuer rausgeholt. Danke und bravo. Das Schule aus Ranz ist ein Wahrzeichen. Man kann es drüllend drehen, wie man es will. Man kennt Schule aus Ranz und ich denke mir, es ist jetzt der Nachwelt so in einer guten Form erhalten bleiben.